In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie trifft ihre Verwandte Elisabeth dort. Es ist schon ein beschwerlicher Weg von Nazareth hinauf nach Jerusalem zunächst einmal und dann runter wieder nach Enkarim, wo sich diese beiden Frauen begegnen. Ein langer Weg, ein steiniger Weg, ein Weg, der sich eben auch in die Länge zieht. Aber Maria macht sich auf. Sie kann ihre Freude nicht für sich behalten. Ich glaube auch nicht ihre Fragen und all das Unlösbare, das eben damit auch verbunden ist. Sie muss zu ihrer Verwandten Elisabeth, um ihr das zu sagen, um sie zu treffen, aber auch mit ihr zu diskutieren, sich mit ihr zu freuen und mit ihr sicherlich auch viele Dinge anzugehen, die für sie selbst unverständlich sind. Ich glaube, da liegt Bewegung drin in diesem ganzen Geschehen. Sich aufmachen, nicht sitzen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht resignieren, auch wenn manches unverstehbar, unverständlich ist und bleibt. Ich glaube, wenn man sich aufmacht und seine Fragen, seine Freude, all das, was einen bewegt, mit einem anderen teilt, dann kann man zum Teil auch gute Erfahrungen machen. Ich denke, noch einmal, da steckt Bewegung zum einen drin, zum anderen aber auch das Gute bei jemandem anzukommen mit all dem, was ich trage und auch ertragen muss und bei diesem jemandem, bei diesem Menschen eben auch einen guten Ort für diese Dinge zu finden. Wie so oft ist es eben wert, es auszuprobieren. Seien Sie gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit allen, die zu Ihnen gehören. Amen.